Hallo Freunde! Hallo! Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Hier auf unserem Kanal. Wir sind Hausbewohnerin Danny. Und Gartenfreund Maxim. Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. 2,5 Jahre oder 2 Jahre Hausbesitzer, wie es uns geht damit. Ach, da gibt's einiges zu erzählen. Die wirklich, wirklich guten Mäuse hier in der Community, die uns wirklich jedes Mal verfolgen, wissen, was jetzt kommt. Ja. Aber wir starten mit dem Video. Der Zimttölpel, der gestohlene Winter, der neue Adventskalender des Pelletier Verlags. Ab jetzt zum Vorbestellen verfügbar. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Was kommt denn jetzt? Also, erstmal, falls ihr hier neu seid, schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, herzlich willkommen. Wir sind Maxim und Danny und wir haben vor 2,5 Jahren, dieses Haus gekauft, unser erstes Haus. Und, ja, nicht wirklich. Ja, das erste Haus, was wir gekauft haben und was wir bezogen haben. Ein Haus geerbt. Ja, ohne zu wissen, wie es ist. Also, ich weiß, teuer. Bei dir war es vorher auch nicht so. Ich habe nie in meinem Leben in einem Eigentum gewohnt. Nee, ich auch nicht. Ich habe ein Eigentum mal geerbt bekommen, was ich dann verkauft habe. Aber grundsätzlich ist es auch für mich das erste Haus, welches ich bewohne und besetze. Besitze und bewohne. Ich muss euch aber dazu sagen, um das mit einem Wort zu erklären, teuer. Teuer ist wirklich das, also teuer. Ich hätte jetzt gesagt, teuer. Ich habe es unterschätzt. Teuer. Teuer trifft es. Teuer trifft eigentlich jede Frage. Egal was ihr fragt. Und wie ist der Garten? Teuer. Und wie gefällt euch der Raum? Teuer. Also egal, man kann immer mit teuer antworten. Aber es hat auch sehr, sehr viele Vorteile. Und mit denen fange ich nämlich an. Nämlich mein größter Vorteil ist wirklich einfach diesen Platz zu haben hier im Haus. Mhm. Ich habe ja in Berlin in einer 1,5-Zimmer-Wohnung gewohnt, wo das halbe Zimmer, es gibt keine halben Zimmer, aber so ist es halt von der Aufteilung her, war halt mein Schlafzimmer. Und alle anderen Räume, also Arbeitszimmer, Wohnzimmer, war halt alles ein Raum. Mhm. Und jetzt hier genieße ich Tatsache den großen Platz des Raumes. Also so ist das schon hier. So ein bisschen diese Bewegungsfreiheit. Ne? Ja. Also wir sind gerade bei deiner Wohnung. Was mich bei deiner Wohnung zum Beispiel immer gestört hat, war das Schlafzimmer, weil du hattest ein großes Bett und die Wände grenzten an das Bett. Ja, ja. Also du bist vorne über die Füße rein und lagst dann in dem Bett. Ja. War bei mir in der Wohnung auch nicht viel anders. Ja. Da hattest du an jeder Seite 25 cm Platz und konntest so seitlich dran vorbei. Was ich am schönsten finde, ist diese Unabhängigkeit. Und ich erwische mich manchmal selber dabei, weil wenn ich sonntags mal staubsaugen will, denke ich, ach nein, heute ist ja Sonntag, jetzt kann ich gar nicht staubsaugen. Dann denke ich mir so, interessiert ja niemanden. Ja, also was mir Tatsache auch gar nicht fehlt, sind laute Nachbarn. Mhm. So, ich kenne das noch so aus meiner Mietswohnung, wie gesagt, dass die Nachbarn wirklich durchs Treppenhaus gestapft sind. Und wenn ich dann im Schlafzimmer, ich habe so ein bisschen Nasenjucken, tut mir leid, wenn ich dann im Schlafzimmer lag, habe ich denn dann die Nachbarn abends von der Spätschicht nach Hause kommen gehört oder so? Schnarchen? Schnarchen haben wir auch eine Nachbarin sehr gerne gehört. Das stimmt, die hat auch gerne mal geschnarcht. Also so dünn waren die Wände da. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich hier auch total froh bin. Und was ich halt auch nochmal sagen muss, ich bin halt auch wirklich gar nicht mehr traurig, nicht mehr in Berlin zu wohnen. Also Berlin verlassen zu haben, ist für mich mit eins der größten Bereicherungen seit 2,5 Jahren. Ich würde es auch direkt unterschreiben. Ich bin ja noch oft in Berlin und jedes Mal, wenn ich ab einer bestimmten Stelle auf der Autobahn in die Stadt reinfahre, kriege ich schon nicht schlechte Laune, aber man ist dann einfach nicht mehr so entspannt. Und dann fahre ich hier raus, fahre hier über meine Landstraße, sehe links und rechts Felder. Vorgestern habe ich Vorsicht vor den Fröschen. Da musst du langsamer fahren. Erst im März zwischen 6 und 12 Uhr habe ich vor ein paar Tagen hier Störche auf dem Feld gesehen. Und du siehst einfach diese Ruhe. Der Igel läuft hier durch den Garten. Der Fuchs sagt dem Hasen gute Nacht. Oder tötet ihn. Oder so. Das ist ja einfach nochmal was ganz anderes und wir sind ja trotzdem immer noch nah an Berlin. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, habe ich so ein bisschen unterschätzt. Also klar, du kaufst einmal das Haus und das ist ja teuer und alles drumherum ist ja auch teuer, aber teuer. So diese anderen Sachen, vielleicht erinnert ihr euch, in der Zeit, als wir das Haus gekauft haben, sind ja viele Preise in die Höhe gegangen und wir mussten beispielsweise einen Gasvertrag abschließen in einer Zeit, wo Gas sehr teuer war. Teuer. Und wir haben im Monat 700 Euro für Gas bezahlt und mussten noch 2000 Euro nachzahlen und wir hatten eine fixe 2-Jahres-Vertrag, war zu der Zeit einfach nicht anders möglich. Jetzt haben wir einen guten Gasvertrag, es ist also ein bisschen günstiger geworden, aber ne,
habe ich nie mit dran gerechnet. Müllabfuhr teuer. Kostet Geld. Jede Mülltonnenabholung kostet, glaube ich, 2 Euro. Jeder Sack Laubsäcke. Teuer. Habe ich in meinem Leben noch nie was von gehört. Einen gelben Sack habe ich noch nie vorher was von gehört. Das gab es halt so alles in Berlin nicht. Kostet alles Geld, gehört mit dazu. Aber das summiert sich dann halt schon zu den Ausgaben, die man sonst nicht so bedacht hat. Ja. Rohrfix? Ja, auch ein Problem. Der Rohrengel? Ja, also man muss dazu sagen, dieses Haus ist halt ein altes Haus, hat er dementsprechend auch alte Probleme. Was Maxim gerade angesprochen hat, das Thema Rohrfix, wir haben halt hier auch nicht so ganz gute Rohre. Wir mussten jetzt schon zweimal den Rohrfix holen, der quasi die Rohre unter dem Haus durchpustet, weil sich dort Ablagerungen gebildet haben. Ich glaube, viele Hausbesitzer können das nachvollziehen, dass sowas mal passiert, gerade wenn die Rohre ein bisschen älter sind. Das Problem hat sich jetzt aber seit fast einem Jahr nicht mehr wiederholt. Toi, toi, toi. Aber es sind halt so alle möglichen Sachen und vor allen Dingen, dass halt Sachen dann auf einmal kommen, wenn man damit am wenigsten rechnet. Wie zum Beispiel, wenn es auf einmal auf einen Sonntag in die Garage reinregnet und man feststellt, dass die Terrasse undicht ist. Mhm. Und aber die letzten 18 Jahre war sie dicht und jetzt ist sie undicht und man muss das erstmal verstehen. Oder wenn irgendwo auf einmal eine Lampe nicht mehr funktioniert, man die Lampe austauscht, aber sie trotzdem nicht mehr funktioniert und auf einmal hast du 3 Elektriker im Haus, die unten die gesamte Holzdecke abschrauben, weil man denkt, dass irgendwo ein Kabelbrand ist. Mhm. Also es sind immer so die kleinen Sachen. Und was ich auch ganz krass finde, ist, wie viele Menschen einen versuchen, übers Ohr zu hauen, was Preise betrifft. Fängt bei Leuten an, bei denen du Kostenvoranschläge einforderst und dann auch einen zweiten, dritten die anschaust und du siehst, dass die Preise zum Teil 10.000 Euro unterschiedlich sind für die gleiche Arbeit. Oder aber auch Menschen, die dir wirklich auf den Sack gehen, wenn du mal einen Kostenvoranschlag hast, gesagt hast, nee, danke, und du trotzdem weiterhin täglich Anrufe bekommst, ja, und man fragt, ob man einen Auftrag hat. All das sind wirklich Dinge, die hier in der Realität passieren. Das glaube ich auch. Also ich glaube, das hängt aber auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir sind. Dass man denkt, ach, die Jungs, die kann man so ein bisschen abziehen. Eine Sache, über die bin ich wirklich sehr, sehr traurig. Und das ist auch eigentlich der Kern vieler Probleme mit dem Haus, ist, dass wir handwerklich nichts können. Gar nichts. Also eine Wand streichen, selbst das ist Grenze. Und dann auch nur, ne, ich würde niemals eine Lampe anbringen. Ich würde niemals, die Türen lackieren. Einfach weil, es ist das eigene Haus, es soll ja dann auch irgendwie schön sein. Klar kann man dann sagen, okay, ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Aber ne, so diese Grundlagen, die sind ja einfach gar nicht vorhanden. Ich kann den Unterschied zwischen einem Kreuz und einem Schlitzschraubenzieher und das war es dann so. Ja, also auch ich bin handwerklich nicht so gut begabt und traue mich aber an viele Sachen auch nicht ran. Ich würde gerne vieles können, traue mich aber nicht ran und ja, klar kann man sich dann mit YouTube-Tutorials fortbilden und so. Das Problem ist nur, wenn man das dann selber macht, wird es oft dann teurer, weil man halt es dann zweimal machen muss. Ja. Und deswegen genieße ich dann auch wirklich Fachpersonal. Allerdings ist das natürlich auch schwierig zu bekommen. Wir haben sehr viel Glück, dass wir wirklich viele gute Leute an der Hand haben, wo wir relativ schnell Hilfe bekommen. Aber wir hatten auch die Möglichkeit, über die letzten 2 Jahre wirklich ein Team drumherum aufzubauen. Das ist wichtig, was, ja. Gerne und schnell ist. Und wir sind ja auch wirklich dann immer nett und zuvorkommend zu den Leuten, die dann hier sind und uns ja auch helfen. Und das zeigen wir denen dann auch. Ja, das ist schon so. Also wir freuen uns schon extrem. Mhm. Aber ich würde sagen, 2,5 Jahre Haus besitzen... War die beste Entscheidung. Etwas anderes machen. Außer wenn man sich trennt. Dann kaufe ich mir einen kleinen Wohnwagen und stelle mir den irgendwo auf den Parkplatz. Ja, würde ich auch machen. Ihr süßen Mäuse. Vielleicht habt ihr Erfahrungen mit Eigentum, egal ob Haus oder Wohnung. Dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Oder auch, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt. Also wir sind jetzt ja schon kleine Experten. Aber ich würde schon sagen, so im Großen und Ganzen ist alles gut gewesen. Ja. Wir können uns nicht beklagen. Viele Sanierungsarbeiten haben wir auch selber fokussiert, die gar nicht unbedingt anstanden. Wo wir gesagt haben, das machen wir jetzt und... Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden, meine Lieben. Ich würde es wieder tun. Ich auch. Macht's gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.